Weiter geht's mit Fallout. Ich habe eben ein bisschen Mucke gehört und... Achso, wir sind ja hier, genau. Lass uns kurz einen Dialog machen, bevor ich weiter schwätze. Hallo? Nur weil Jacob für dich gebürgt hat, heißt das nicht, dass du das Lager betreten darfst. Warum sollte ich dich reinlassen? Weil ich der Coolste auf der Welt bin. Ich bedrohe dir einfach. Bin ich blöd? Nein, natürlich nicht. Ich will nur Stocktons Leute finden. Das muss nicht unschön ablaufen. Unsere Mission ist zu wichtig. Du hast leider schon zu viel gesehen. Männer. Du hättest nicht... Dude. What? Unsere Mission ist... Männer. Also, wenn es jetzt noch ein paar Mal schief läuft, ne? Dann haben sie aber direkt mal meine Waffe im Arsch stecken. Verstehst du? Boom. Schnell speichern. Boom. Weil Jacob für dich gebildet, bla bla bla. Ich möchte nur mit der Person reden, die das Sagen hat. Achso, nee, das war... Wir finden bestimmt eine Übereinkunft. Mal sehen. Ich bring dich zu Dr. Chambers. Sie kann entscheiden, was mit dir geschieht. Mach ja keinen Unsinn. Du wurdest gewarnt. Hallo? Willkommen im Lager. Willkommen im Lager, der ist so freundlich. He's so friendly to me. Soll ich einfach schon mal überall Minen hinlegen? Wie er läuft. Das ist total merkwürdig, der Kerl. Eindrucksvolle Befestigung. Das ist Life. Hey, Blythe! Folter? Das ist krank. Gib mir einfach das Signal. Ja, was gibt's, Manny? Ich dachte, ihr wärt mit Testperson 12 fertig. Oh ja, die Befragung ist vorbei. Ich schaue mir das Signal zu Frage 4 an. Okay. Faszinierend. Wirklich? Ja, na klar. Aber sicher. Ich dachte, Dan merkt, dass wenn ich irgendwie das Signal gebe. Ach komm mit, wir gehen einfach jetzt vor. Geht doch nicht. Von der anderen Seite festgekettet. Mmm. Delicious. Hallo. Du bist der Erste von draußen, der hier drin war. Ihr habt erstmal genug Strom gehabt. Nur dass es klar ist. Wo ist denn der andere Spock nur? Voll die bewachten, voll die krassen Leute, oder? Guck mal, ich gehe hier einfach, ich buddel mich hier einfach schon mal durch. Ich hoffe, das stört den Kerl nicht. Wenn ich hier schon mal ein bisschen am Schüsseln bin, dann weiß ich genau, wo ich hier in die Basis kacken kann. Im Notfall. Ja, ich hab Musik gehört, dann... Ist immer krass, also es ist jetzt speziell von so Street-Artists, Straßenmusik gewesen, so Richtung Rap, und es ist krass, wie die, wie diese Emotionen und vor allem dieses, Moment. Wo komme ich denn überall hin? Ja. Okay, wartet kurz. Bitte. Ich habe ein Kind. Ich... Willst du noch eine Behandlung? Nein. Also nochmal. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseball-Team geschafft. Welche Position möchtest du? Hab ich doch schon gesagt. Catcher. Nochmal, welche Position? Ha. Catcher! Ich wäre der Catcher! Ketchup. Warum? Ich weiß nicht. Sie haben diese lustigen Helme. Ich habe mal als Kind ein Bild gesehen. Kennen Sids überhaupt die Regeln von Baseball? Ja. Nein, bitte! Ich bin kein... Lass mich einfach! Beantworte die Fragen und nur die Fragen. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Catcher. Fremder. Ah, okay. Da ist die Tür. Ja, wenn die... Diese Emotionen einfach einen packen und man selbst voll Bock bekommt, endlich wieder da ein bisschen was in die Richtung zu fuhrwerken und so. Und ich bin gerade voll aufgewühlt innerlich. Musikalisch aufgewühlt, hallo? Was sind Sie? Die Person, die nach Stocktons Karawane sucht, ist doch also hier. Ja. Weißt du, dass seine angebliche Tochter höchstwahrscheinlich ein Sünd ist? Laber doch nicht. Ich möchte ganz offen sein. Dieses Treffen kann auf zwei Arten enden. Wir einigen uns. Oder es gibt Gewalt. Ich ziehe Frieden vor. Können wir erstmal speichern, bitte nochmal so richtig, bevor ich jetzt hier irgendwas verkacke und dann den ganzen Weg nochmal laufen muss. Mir wäre eine friedliche Lösung lieber. Und mir auch.
Ich möchte dir eine Frage stellen. Okay. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Ja gut, ich sag mal so. Ich würde niemanden... Ich habe sowas durchgemacht. Aber ich habe keine Unschuldigen gefoltert. Opfer sind unvermeidlich. Es sieht nicht so aus, aber wir sind im Krieg. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Sünds zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Ein Krieg? Wirklich? Ist es so schlimm? Hunderte von Entführungen im Laufe der Jahre. Frag die Überlebenden, ob das so schlimm ist. Und viele andere Tragödien haben sie wahrscheinlich auch zu verantworten. Ich kann dir nicht die Brille abnehmen, es ist extrem unhöflich, so mit mir zu sprechen. Unsicher wegen Institut gegen Ermordung aller Sünds. Also, wir sind ja jetzt eigentlich, also wenn wir das Spiel jetzt so betrachten als kompletter Neuling oder wenn wir uns sogar in die Rolle reinfinden, dann wissen wir gar nicht wirklich, was mit dem Institut los ist. Wir wissen nicht wirklich, was Sünds sind und wir sind ja... Gibt es einen Grund für dein Schweigen? Ein recht friedlicher und logisch denkender Mensch. Natürlich sind wir dann auch gegen die Ermordung aller Sünds. Ihr wollt doch nicht ernsthaft alle Sünds töten. Doch, absolut. Aber zuerst müssen wir sie finden. Ein lebendiger Sünd ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium. Aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Wir können hier nicht rumfoltern, du verschissene alte Dame. Aber eure Methoden sind barbarisch. Das ist Folter. Um den Safe-Test zu verbessern, müssen wir die Testpersonen extremem psychischen Druck aussetzen. Unangenehm, aber notwendig. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit, wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Cool bleiben, Dan. Cool bleiben. Drohst du mir, Dan? Dan, drohst du mir gerade, du Bastard? Bedrohst du mich etwa, Dan? Ich habe einen Kodex. Ist nicht immer gut fürs Geld, aber lässt mich gut schlafen. Ich werde den Auftrag ausführen, auch wenn ich dich dafür töten muss. Tja, dann genau diesen Kodex habe ich auch und der hat sich eben geändert. Ich bring dich um. Nee, Angebot ablehnen, ihr Angebot. Also wir lehnen das Angebot natürlich ab. Was ist Covenant? Angebot ablehnen. Oder Emilia, ich denke, das ist die Tochter, verschonen. Töte sie nicht, verschonen sie. Unmöglich. Höchstwahrscheinlich ist sie eine Infiltratorin des Instituts. Selbst wenn sie ein unglückseliges Opfer ist, kann alles in Gefahr geraten, wenn wir sie verschonen. Bist du oder was? Die Abmachung nehme ich nicht an. Wir können nicht zulassen, dass sie weiter foltert. Dann musst du mich wohl töten. Ja moin, ja moin. Ich bringe dich jetzt schnell um. Du alte Snitch. Ist mein Schuss. Okay, wir hätten Minen auslegen sollen. Weil... Es könnte jetzt höchst drastisch werden. Obwohl, nee, wir haben ja die Abkürzung. Wir haben ja die Abkürzung. Ja, ich finde andauernd gut. Das labert mich nicht so voll. Also im Moment kommt gerade noch keiner von den anderen. Wir speichern mal. Es waren ja echt ein Sack voll Wachen da. Oh. Oh my god, look at this. Look at this. Oh my god. Delicious. 15,8. Tja, merkt ihr was? Aber... Reduziert den... Alles klar, ich glaube, das ist doch besser, weil wir dann weniger Roboterschaden bekommen. Zack. Schade, dass man sowas nicht noch hinzuskillen kann. Also, dass man die... Schade, dass diese Technologie eine verloren gegangene Kunst ist. Ja, es ist so... Es ist so sad. This is so sad.
Gespeicherte Nachrichten. Rückholungsteam ist bereit. Bis diese ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halte dich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du Subjekt 14 so nah an Covenant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Unser Team ist versorgt und bereit, Synths zu schnappen. Wir haben Subjekt Boyd noch im Blick. Wir brauchen nur den Befehl. Der Dr. Rogers... Wutred. Ich brauche keinen Anschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenants Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu bleiben. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht nur Händler nach Covenant. Einer von Dr. Rogers' Punkten stimmt nicht nachdenklich. Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig. Die Fusionsbatterien alleine kosten schon ein kleines Vermögen. Ich frage mich, also ist das eine Scheinstadt, das wissen wir ja. Aber ich frage mich, wo die generell ihr Geld jetzt hernehmen. Einfach vom Überfallen oder was? Die Waren, die wir durch die Gefangenswirt erhalten können, das in keinster Weise auffangen, wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Okay, einfach zu Ende lesen, ist hier die Wiese. Glaubst du, diese Einwände wurden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei aber folgendes. Fakt, wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt, der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekte nach ihrer psychologischen Basislinie sind. Nahe ihrer psychologischen Basislinie. Fakt, wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Habe ich jetzt irgendwas gedoppelt? Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell und die Subjekte nehmen freiwillig und nichtsahnend an dem Test teil. Wir verstecken den Test praktisch, indem wir ihn offenlegen. Covenant ist ein Fehler. Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat, aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Ich schließe mal alle Zellen auf. So. Emilia. Aber wir können natürlich noch einen kleinen, aber feinen Test machen. Hallo. Mit der Emilia. Ich dachte, ich komme hier nie wieder raus. Ah! Warte kurz. Emilia, wir müssen gut was testen. Einen Moment, Emilia, ja? Dan, bleib cool. Synth-Komponente! Oh mein Gott, sie war eine Synthin! Nur, dass ihr das wisst. Also, sie war tatsächlich ein Synth. Und bei jedem Synth findet man eine Synth-Komponente. Nichtsdestotrotz, wir haben ja gar nichts. Boah, es wäre krass, wenn die auch eins dabei gehabt hätte. Wir haben ja gar nichts gegen Synths. Hey, Dan. Stockton kriegt deine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Es war schön, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls. Gut, dich an meiner Seite zu haben. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Jo moin! Größerer Anteil, wow. Komm, mach's gut. Oder warte mal. Ich habe mehr als die Hälfte der Arbeit übernommen. Da sollte der Anteil höher sein. Ich glaube, ich habe wirklich genug gefallen. Fick dich doch, du Bastard. Ich habe die alte Frau umgebracht. Ich bin hierher gelaufen. Ich habe alles in der Stadt gemacht. Ich habe die verschissene Karawane angeguckt. Und dann sagt er einfach nur, hier sind deine Karpfen. Verpiss dich. Frech. Frecher Boy. Vor allem kriegen wir doch jetzt hundertprozentig die Fresse poliert. Aber vom Feinsten, wenn wir hier rausgehen. Ich weiß gar nicht, warum die nicht hier schon drinstehen und uns den Arsch aufreißen. Wir speichern mal. Können wir eigentlich noch in irgendeiner Form diese verkackte Waffe verbessern? Die wir da. Achso, das ist das hier. Können wir doch noch was Besseres machen mit dem noch? Ah, Rüstungsmeister brauchen wir noch. Da können wir nämlich unseren Bums aufrüsten hier. Rüstungsmeister, we need Rüstungsminster. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt noch. Zack, zack. Rüstungsmeister, where is it? Diesen. So. Und jetzt verbessern wir noch unseren... Können wir den Poopboy jetzt auch irgendwie verbessern? Nee. Oh, Rang 2, verarschst du mich? Egal, wir haben immerhin schon mal einmal investiert. Okay, macht euch bereit. Zack, speichern. Let's go. Was?
Oh fuck. Als wenn ihr gerade eben nicht die Frau rausgehen habt sehen, ihr scheiß gesichtigen Affen. Oh Gott. Er hat einfach eine Perm. Sind die locker oder sind die locker? Die kennen ja gar nichts. Die Missionen müssen gar nicht geschützt werden. Ihr hört mal auf, ihr Leute zu foltern, sonst rascht euch aus. Nur, dass ihr das wisst. Hör auf zu explodieren, du dummer Turm. Guck mal, wer da oben steht. Die sind ja total easy. Was habe ich denn da noch im Kopf gehabt? Für eine schwere Scheiße. Oh Gott, sieh nicht hin. Ich hätte übrigens auch die Abkürzung gehen können, glaube ich, oder? Wo ist denn die? Oder wo wäre die? Die wäre jetzt hier drüben, ne? Machen wir aber nicht. Wir gehen hier komplett durch. Ich will ja. Also ich will die echt zerlegen, die Schweine. Weil die so gemein sind und Leute umbringen. Ich finde, das ist total krass. Das kann man einfach nicht machen. Man kann sich nicht einfach hinstellen und irgendwelche Leute ermorden, ja? Das geht einfach nicht, verstehst du mich? So. Ich würde gern mal einen Tag nicht verstehen. Ja, ich auch. Aber es ist halt ständig so, wie es jetzt ist, ne? Du kommst halt einfach nicht drum rum, wo erschossen zu werden, ne? Alter Kotz. Ich kotz. Boah. Die sind total low, die sind fucking low. Ja, aber so nicht. Warte kurz. Hä? Ja, schön. Die letzte Frage. Ich weiß, das klingt verrückt, aber müssen wir die letzte Frage stellen? Zugegeben, ohne die Einschränkung durch Multiple Choice werden die Antworten vielfältiger und daher die psychologischen Reaktionen anders. Aber vielleicht ist das ja ein wesentlicher Bestandteil. Wir verzeichnen marginale Verbesserungen der Präzision des Testes. Offen gesagt liegt die Verbesserung innerhalb des Fehlerspielraums. Vielleicht sollten wir drastische Schritte in Erwägung ziehen. Roter Hering. Falls es dir was bringt, ich bin deiner Meinung. Frage 4 war schon immer Montgomery's Baby. Ich glaube, Frage 4 ist ein roter Hering. Wir haben kein Monopol auf das Finden von Sims im Commonwealth und tarnen Menschen ständig Infiltratoren. Aufgrund deren Fehler in Verhalten und Erinnerungen. Es ist unbestreitbar, dass die Baseball-Frage abnorme Ergebnisse erzielt. Aber ich glaube, dass dabei im Kern nicht um einen psychologischen Auslöser geht, sondern vielmehr um einen Erinnerungsfehler. Wenn wir also alle unsere Hoffnung auf Frage 4 setzen, dann dauert es nur ein Wetware-Update, bis wir wieder komplett von vorne anfangen müssen. Die Baseball-Frage, ich überlege gerade. Was ist das? Welche Position wollen sie spielen, ne? Ich weiß, dass ihr meine Ansicht nicht teilt, dass Frage 3 der Schlüssel ist, aber wenn wir die Testperson umfassender beobachten würden, EKG, Pupillenverhalten, Reaktionszeit, dann würden die Daten Bände sprechen. Sims sind nicht zu wahren Gefühlen imstande. Also bitte, Frage 3. Okay, Montgomery. Chambers muss einfacher einsehen, dass sein Fehler ist. Montgomery zu Covenant medizinische Versorgung fehlt. Unser Nadelöhr sind nicht die Testsubjekte, die durch Covenant kommen, sondern unsere Aufnehmrate an Testnegativen und unserer Forschungsbandbreite. Wir brauchen Montgomery hier nicht da draußen als Onkel Doktor für Sammler. Könntest du bitte mit Chambers darüber reden? Montgomery, ist das die Frau? Ich dachte die ganze Zeit, Montgomery wäre der verschissene König von der Stadt. Schüssel. Ich bin irgendwie leicht verwirrt. Aber ich kann mir nur ganz schön Namen und Gesichter merken, also auch in Spielen habe ich diese Problematik. Sind sie weg? Sind sie weg? Genau, das haben wir schon gemacht. Wo sind denn die? Sind die unter uns? Der steht da irgendwo rum, ne? Die Missionen müssen geschützt werden. Hallo. Das klang wirklich nicht gut. Ich stehe vor ihm mit einer Waffe, er hat eine Waffe, er will mich wahrscheinlich töten und die Missionen müssen geschützt werden. So, total gechillt. Ist das hier Feuer? Nee. Weichen Benzin und so. Brustkorb und Becken. What the fag? Warum habt ihr sowas in der Truhe? Was soll das? Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Die Mission müssen Manny, wer bist du überhaupt? Bist du Manny? Lagerschlüssel. Wo kam. Hä? Ist er jetzt hier hinten reingerannt, als wir noch oben waren, oder was? Wir gehen hier mal rein. Tschüss. Ja, mache des Lagers und Mr. Kartoffelsalat. Es hat sich jetzt ausgeschissen hier. Ihr mit euren krassen Sachen hier.
Machen wir das Gerauschel da aus. Sehr gut. Ein weiteres Hörbuch. Wo bin ich? Aber, wie sind die Lebenszeichen des Objekts? Fluktuieren etwas, aber noch... Wer seid ihr? Was, Scheiße! Oh, mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte fahr fort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Subjekt, beantworte die Fragen schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Was sagst du? Ist das, der Safe-Test? Oh! Beantworte die Frage. Ich weiß nicht. Es muss schon echt krass sein, wenn man irgendwie in dieser Stadt ist und wahrscheinlich pellt man einen, dann tragen die einen oder betäuben die einen und tragen einen dann hier in die Kackpampe und quälen einen. Das ist schon echt weidelich und eigentlich ist man dann genudelt. Oder sind die Leute, die im Covenant sind... Ich ignoriere ihn. Oder sind die Leute, die in Covenant wohnen, du ignorierst ihn? Überlebende aus diesem Test? Okay, was hat er gemeint, was er ignoriert hat? Oh, wartet mal, wisst ihr, was ein bisschen blöd ist? Es könnte ein klein wenig sein, dass Covenant jetzt minimal sauer auf uns ist. Wir ertesten das mal. Das ist möglich. Ich hab da noch eine kleine, aber feine Erinnerung. Ah, vielleicht sagt der Ding ja auch, ja gut, die haben die gequält, finde ich auch nicht so gut und deswegen, bring uns bitte nicht um. Das wäre sehr nice von ihm. Und zack. Haben wir noch Wasser? Jawohl. Und wir haben noch geröstete Kacke. Sehr schön. Mal kurz speichern. Blub. Jetzt gucken wir mal, ob die Stadt bereits auf uns schießt. Er ist schon mal rot. Ist irgendwie nicht so gut. Ich speichere nochmal. Shit. Alles klar. Also die gesamte Stadt hasst uns jetzt. Warte mal. Willst du mal zurückgeschlagen bekommen? Ich habe ihn noch nicht mal geschlagen, sondern einfach erstochen. Guck mal, er liegt jetzt hier unten. Vielleicht können wir reingehen und sagen, Scheiße, der Swanson war total krass in der Kanalisation. Der hat alle umgebracht. Ich habe noch gesagt, hör auf. Und der hat gesagt, nee. Vielleicht glauben die uns ja. Wir gucken mal. Das finde ich irgendwie kacke, dass die... Ja. Das ist scheiße schwach, Mann. Die sollten doch zumindest irgendwie... Ich muss es doch denen noch erzählen können erstmal. Die wissen doch gar nicht, was los ist. Das finde ich wirklich nicht gut. Ich müsste erstmal reingehen und die so... Ist irgendwas? Und ich sag... Ja, Mann. Ich habe die Leute umgebracht. Und dann können sie aggressive werden oder nicht. Guck dir mal die Tür zu. Den Darm. Jetzt habe ich die Siedlerin umgebracht. Wie peinlich. Ich schlag euch alle tot. Mit meinem krassen Snitch-Hammer. Oh, aber das sind ganz schön viele Leute. Hier, da, Jacob, da. Bam! Oh nein, ich muss dich auch umbringen. Schade. Fitzgerald. Dieser, bist du cool? Alles klar. Die Geschütze haben gar nicht auf uns geschossen. Covenant Ladenschlüssel. Oh, können wir jetzt hier dann aber trotzdem eine Butze bauen eigentlich? Also, weil wir ja jetzt alle umgebracht haben. Das Haus, das Dorf gehört jetzt uns. Sehr schön. Oh, wir haben sogar eine Katze. Geil. Warte mal kurz. Kann man Katzen zufällig erschlagen? Oh, shit. What the fuck, dude? Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Man muss so Sachen manchmal auch testen. Es gibt hier übrigens irgendwo ein Gebäude, wo ganz viele Katzen drin sind. Ich weiß nicht mehr wo, aber es gibt eins. Dieser. Wir verstehen uns. Immer noch. Hey, Dieser. Weniger Strafe, weniger Mut. Der Kerl ist einfach komplett wahnsinnig. Du weißt gar nicht, was dir entgeht. Hör, Dieser. Was sagst du jetzt zu der City hier? Dieser, erzähl doch mal ganz kurz, dieser.
Ach shit. Ja, wir könnten hier jetzt direkt eine neue City bauen. Und wir haben sehr viel Zeug, dass wir ja jetzt hier auch noch Lager klauen können. Guck mal, wir haben den Laden hier, in dem wir gar nicht konnten. Klar, wir können jetzt noch nicht mehr einkaufen gehen, weil die ja tot ist. Aber trotzdem gehört das alles uns. Und das ist... Oh, Cotsworth, das hat dir jetzt nicht gefallen. Ich kann es auch einfach wegverbrauchen, wenn du willst. So ist es besser. Kotzi. Finde ich jetzt aber nicht gut, was du da machst. Finde ich nicht gut. Ist deine Stadt, aber das finde ich nicht gut. Das Erste, was ich hier mache, meine erste Amtshandlung, ist die Scheiße hier aufheben. Den Scheiß einmal lassen wir stehen. Die Leute, also ich will nach wie vor hier ein Gefängnis haben. Ich will, dass wir Leute einsperren können, wenn wir wollen. So, jetzt müssen wir natürlich noch, das ist logisch, so ein Bums bauen. Wahrscheinlich geht es noch nicht, ne? Ja, aber wir können, glaube ich, schon einen Generator, nein. Dann schicken wir mal jemanden hier hin. Ich hoffe, die Leichen verschwinden dann irgendwie von alleine. Hoppala. Ja, geil. Ah, wisst ihr was? Ich hole jemanden vom Teffington Boatshaus. Boathouse. Teffington Boathouse. Der soll darüber laufen. Das ist auch ein ganz kurzer Weg, eine ganz kurze Route. Das müsste für ihn doch sehr gut passen. Und dann können wir nämlich da auch nochmal so einen Leitstrahl reinbauen und haben eine wirklich geile Siedlung, weil die ja komplett geschützt ist schon durch die Geschütze. Und ja, no. Schutz hoch 1000, ist klar. Guck mal, das ist ein Todeskralle, sieht vor 6 Jahren. Hey. Oh Gott! So, hast du schon einen Job? Hast du schon einen Job? Die Tuckere Chirps! Hallo? Are you a Chirp? No, you know the Chirp. Du kannst jetzt. Ich hab. Covenant. Ja. Los, sag okay. Er sagt nicht okay, passt schon. Und jetzt müssten wir in Covenant. Wahrscheinlich, wenn wir da sind, auch schon Leute haben. Pass mal auf. Klebstoff ist selten und kann benutzt werden, um geschnüffelt zu werden. Um nahezu jede erdenkliche Modifikation zu ermöglichen. Steckt der Klebstoff da eben in der... Der steckt in dieser Schatulle drin, seht ihr das? Das spricht aber überhaupt nicht für den Ladescreen. Na, wie viele Leute haben wir schon da? Ah! Hä? Ah, ein Siedler, okay. Ja, ist es jemand, mit dem man sprechen kann? Sag mir Bescheid, wenn du das möchtest. Lucas! Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Ja, zeig doch mal, was du so dieser hast. Dieser Rat ist kostenlos. Klar, guck ich mich mal um. Ich schau mal, was du hast. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Ah, weh, das ist nicht gut. Plus 1 Stärke und Ausdauer! What the fuck is this, dude? I'm a go. Wie kann ich hier drüben hin? Ach so. Linker Arm. Wo ist unser... Das ist so dumm. Man sieht ja gar nicht, was es ist. Das ist blöd. Woher soll ich wissen, was jetzt der linke Arm ist? Das kostet halt auch viel, aber das ist schon geil, oder? Plus 1 Stärke und 1 Ausdauer. Warte mal, wir gehen mal hier auf Kleidung direkt. Dann hat er noch Mantis. Chance von... Oh! Was? 13.000? Chance von 10% einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Der hat ja total heftiges Zeug am Start. Reduziert den Durchsuchung und dann... Okay. Krass, krass, was er dabei hat. Was kann ich dir irgendwas verkaufen? Du Dummkopf? Habe ich irgendeine scheiß Waffe? Nee. Müssen wir uns merken, der Lucas, der hat echt krassen Scheiß. Ist hier schon jemand, der erlebt? Ich meine, jemand, der hier atmet? Nein. Wie weit können wir draußen rum? Das müssen wir noch kurz testen. Ach so, das ist jetzt dumm. Wenn einfach die Tür zufällt. Ein kleines Stück können wir, okay. Geht das hier lang auch? Ja. Ich mache hier vorne den Strahl hin. So. 10 Strählchen können wir noch bauen. Hier kommt der Strahl hin. Und der Strom, da ist es nicht so laut, kommt da hin. Zack. Und zack, zack, zack. Betten haben wir 9 Stück. Wir haben hier kein Essen. Achso, doch. Nee, wir haben 0 Essen. Hä? Achso, ja, weil sich keiner drum kümmert, ne? She, bro, she.
Kann ich die Leute nicht irgendwie verbrauchen, zu Fleisch oder so verarbeiten? Immerhin können wir die Teile hier wegmachen. Ach, dass die scheiß Türen immer... Oh. Nicht, das war nicht geplant. Warum gehen die Türen immer zu? Warum ist die Tür... Komm, ich hab die doch eben aufgemacht. Was liegt da hinten? Holz. Kann man nicht kaputt machen, beziehungsweise verwerten. Naja, wir haben jetzt hier diese Siedlung erschniedelt und es sind jetzt ja auch schon wieder die 30 Minuten erreicht. Deswegen, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Verändert-Folge. Ciao, ciao.